Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kulinarikast. Heute mit dabei ist der Kai. Genau. Und ja, wir haben lange nicht mehr gepodcastet, aber das ist egal. Braucht man nicht drauf vorbereiten, weil das interessiert nachher sowieso keinen mehr. Und ich bin der Sven und wir haben uns gedacht, wir sprechen heute aus aktuellem Anlass, weil sich das bei uns halt in der Küche so ergeben hat, mal so ein bisschen darüber, was kann man machen, wenn man keine Hefe hat. Aber kurz vorweg, Kai, wie geht's dir? Gut. Ich bin jetzt im Moment viel zu Hause aus Gründen und kann auch zu Hause arbeiten und alles. Und das nimmt hat tatsächlich viele Vorteile für mich, weil ich sonst eben auch einen sehr weiten Arbeitsweg habe. Und das fällt jetzt zum Beispiel aus. Man kommt natürlich nicht so oft unter Leute, aber die Vorteile aus meiner Sicht überwiegen im Moment für mich. Ja, vielleicht kurz zur Einordnung. Wir wissen ja immer nicht, wann es gehört wird. Und ich finde das selber immer schade, wenn ich einen Podcast höre und ich höre die ja nicht der Reihenfolge nach, sondern auch wild durcheinander, wenn mir dann der zeitliche Kontext fehlt. Wir sind jetzt gerade im Ende April. Zur Anfangsphase müssen wir noch sagen, der Corona-Krise. Was übrigens auch der Ausschlag oder der impulsgebende Punkt war, weshalb ich mich für Backen ohne Hefe interessiert habe. Ja, bei mir ist auch alles soweit ganz gut. Danke der Nachfrage, Kai. ich bin jetzt auch 3 Wochen zu Hause gewesen. Montag gehe ich wieder einer regulären Arbeit nach. Müssen wir mal schauen, wie lange das geht. Wir haben auch Kurzarbeit angemeldet. Und ich habe nicht ganz so viel Freizeit gehabt, weil wir 2 Kinder haben, die betreut werden müssen. Und wenn ich zu Hause bin, also die Betreuungszeit ist ja jetzt schon länger, dass wir die Kinder zu Hause haben. Wenn ich arbeiten war, war meine Frau zu Hause und sobald ich nach Hause gekommen bin, ist sie dann arbeiten gefahren. Der Vorteil ist halt, die ist selbstständig, die kann sich das einteilen, wie sie ihre Arbeit legt. Und jetzt hatte ich halt 2 Wochen Kurzarbeit und 1 Woche Urlaub. Ja, es war schon schön, es ist schon sehr entspannt und sehr ruhig das Leben, aber ja, man kommt nicht mehr so unter Leute, ne? Einkaufen ist schon ein Highlight. Ja, wie man es so nimmt, ne? Manchmal nicht mal das. Also wenn sich dann Leute irgendwie doof benehmen, also falls das mal jemand sehr, sehr spät hört und sich nicht mehr in diese Situation versetzen kann, im Moment ist halt diese Situation, dass man in den Supermärkten manchmal nur so in kleinen Grüppchen reingelassen wird, Abstände halten muss. Vielleicht wird das auch noch weiter verschärft. Also es wird ja jetzt auch schon über Maskenpflicht und so weiter gesprochen. Entschuldige, die ist ab Montag. Ja, ja. Und ich weiß, dass ich gucke nicht so viel Nachrichten, weil diese Redundanz mir teilweise auf die Nerven geht und teilweise die Bundesländer ja keine einheitlichen Regelungen haben und so weiter und so fort. Jedenfalls einkaufen ist halt dann, wenn dann so Leute dazwischen sind, die das gar nicht einsehen, irgendwie besonders Rücksicht zu nehmen oder Abstände einzuhalten, dann ist das halt irgendwie ein bisschen doof. Ja, gebe ich dir recht. Aber ganz kurz, ab Montag ist auch in NRW beim Einkaufen und ich glaube auch beim Busfahren und so Maskenpflicht. Ah ja. Mhm. Bus fahre ich nicht, deshalb weiß ich das nicht. Aber es reicht wohl auch ein Tuch vorm Mund und vor der Nase. Immerhin. Okay. Habe ich auch schon viel Widerstand gehört. Ja. Ja, nun. Wir Deutschen sind halt Gewohnheitstiere, ne? Glaube ich. Ja, ja. Und ja, hoffen wir mal, dass es nicht so weit geht, dass sich die Leute irgendwann beschweren, wenn sie keine Maske mehr tragen müssen oder dürfen, wenn das dann zur Gewohnheit geworden ist und sie sich dann beschweren, wenn man das dann gar nicht mehr braucht, weil sie es so schön finden. Ja, der Deutsche ist so bekloppt, der kriegt auch das noch hin. Ja, würde mich halt auch nicht wundern. Ja, aber das halt nochmal so zur Gewohnheit. Hefe, Backen mit Hefe ist halt so gewohnt einfach. Ich habe halt auch durch den Umstand, dass die Kinder jetzt halt zu Hause sind, das Problem gehabt oder vor der Problematik gestanden, was koche ich denn jetzt jeden Tag? Also ich weiß ja genug, was ich kochen kann, aber es war am Anfang war es echt so, dass die Leute gekauft haben, anscheinend wie bekloppt. Es gab keine Nudeln, es gab keine Kartoffeln. Ich habe
Tage gehabt, da gab es kein Brot. Und dann stehst du da mit 4 Leuten, die versorgt werden wollen, und denkst dir, was machst du jetzt? Mehl gab es dann auch nicht. Haferflocken waren auf einmal auch alle. Haferflocken kann man ja auch schön Mehl draus machen. Ich habe hier so eine elektrische Kaffeehäckselmühle, ist das. Da mache ich eigentlich Gewürze drinne. Also wenn ich jetzt, ich überlege gerade, welche Gewürze mache ich denn da drinne? Zimt vielleicht? Nee, Chilisalz zum Beispiel. Wenn ich die Chilis für Chilisalz brauche, habe ich da immer ganz gerne drin gemacht. Ist im Übrigen dann auch am besten Masken- und Brillenpflicht. Oder erstmal. Ja, das staubt dann, ne? Und dann hat man richtig Ärger. Dann hast du wirklich, also die Kinder musst du dann rausschicken, das ist schon mal ganz klar, weil das brennt echt wie Sau. Und irgendwann hatte meine Frau mal Low-Carb-Muffins gemacht. Und da war halt, anstatt Normalmehl waren, ja, zerhäckselte Haferflocken drinne. Das war total geil und ich habe dann viel mit Hafer ausprobiert. Und wenn dir Mehl fehlt, kannst du echt so die Hälfte durch gehäckselten Hafer wunderbar ersetzen. Also ob Pfannkuchen, ob Krebs, ob Kuchen, auch bei Brot. Bei Pizza habe ich es jetzt noch nicht so ausprobiert, sollte aber auch funktionieren. Eine sehr schöne Sache. Aber ja, das gilt ja für die meisten Mehlarten. Es gibt natürlich Ausnahmen, da kommen wir vielleicht gleich dann drauf noch. Aber viele Mehlarten, auch Vollkorn oder das helle Mehl, lassen sich oft irgendwie gleich einsetzen. Hat natürlich dann geschmacklich Auswirkungen, aber so von der Funktion her kann man das oft gut gleichsetzen. Ja, und damit das beim Hafer nicht zu viel wird, echt so Hälfte ist wirklich, dann solltest du aufhören, weil ansonsten wird es sehr haferlastig und schmeckt dann eventuell nicht mehr so prall. Gerade so Pfannkuchen bei Kindern. Und die Bindekraft ist halt auch so ein bisschen anders. Also da muss man auch mal so ein bisschen gucken. Ich habe mir, ich habe ja mein Standard-Pizzateig-Rezept. 350 Gramm Mehl, 250 Gramm Wasser, ein Teelöffel Salz und je nachdem, wie lange du es gehen lässt, Hefe. Und weil das mit meinem großen Pizzablech nicht hinhaut, habe ich mir irgendwann mal eine Tabelle geschrieben in 50er Schritten, wie die Verhältnisse Mehl, Wasser und Salz sind. Und das ist total geil. Die habe ich in der Küche hängen. Und das funktioniert für fast alles, was ich mache. Auch wenn ich irgendwie mal gerade was abwandeln will, da funktioniert das ganz gut. Dann habe ich schon so einen guten Anhaltspunkt, was ich an Flüssigkeit brauche. Da musst du dann natürlich schon immer mal noch mal ein bisschen nachsteuern, gerade wie du sagst, wenn du andere Mehlsorten verwendest. Ich habe zum Beispiel Pizzateig letztens auch mit Dinkel, mit Dinkel mache ich sowieso immer, wenn ich es kann, mit Buchweizen gemacht. Und wie gesagt, auch Hafer oder Hartweizengrieß drin, der verhält sich halt auch ein bisschen anders. Aber so als grobe Richtung kann man das Verhältnis da schon mal nehmen. Und ja, Hefe, wir schweifen ab, aber das macht ja nichts. Mehlsorten. Vielleicht auch noch mal zur Erläuterung. Hefe war jetzt halt eben neben Mehl und Toilettenpapier häufig ausverkauft. Die Leute scheinen plötzlich irgendwie alle simultan Lust gehabt zu haben, zu backen. Beziehungsweise, gut, und man kann sich's auch herleiten, unsere Kultur basiert halt auf morgens und abends Brot essen. Und wenn man dann halt nicht mehr täglich oder vielleicht auch nicht mehr so oft zum Bäcker gehen kann oder darf, um Brot zu kaufen, dann kommen viele schon auf die Idee, dass sie es dann selber backen wollen. Ne? Ja, wobei es krass finde, wie lange Hefe jetzt eigentlich nicht verfügbar ist. Ja, vor allen Dingen frische Hefe. Ne? Also ich weiß nicht, hast du Erfahrung, wie lange Hefe lagerbar ist? Weil mir ist also Hefe im Kühlschrank auch schon innerhalb kürzester Zeit verdorben, also verschimmelt. Und dann mag man sie auf keinen Fall mehr zum Backen verwenden. Nee, die wird ja auch gerne mal flüssig, ne? Also, dass der Würfel sich so weich anfühlt. Ehrlich gesagt, kann ich dir das nicht sagen. Wenn ich einen Würfel Hefe kaufe, kaufe ich 3. Weil ich dann einen fürs nächste Mal in Rücklage habe und einen, falls einer schlecht wird. Was ich aber auch nicht wusste, das war ganz witzig, weil ich hatte nämlich 3 Würfel Hefe gekauft, wie ich es ja eigentlich immer mache. Und hatte dann einmal Pizza gebacken und hatte dann noch 2 Würfel im Kühlschrank liegen
Und als ich merkte, es gibt keine Hefe, habe ich dann auch gelesen, du kannst Hefe einfrieren. Erstmal die beiden Würfel eingefroren und dann hast du da halt nicht mehr so den Zeitdruck. Aber wie lange sich Hefe so hält, schwierig. Kann ich ehrlich gesagt nicht so sagen. Ich habe früher auch ständig mit Trockenhefe genau deshalb gebacken. Bin aber jetzt auch komplett auf Frischhefe umgestiegen. Und weil ich sie doch recht häufig verbrauche, habe ich nicht so das Problem, dass das bei mir gammelig wird. Passiert mir auch, keine Frage, aber zeitlich, also ich würde aber sagen, eine Woche kannst du die auf jeden Fall im Kühlschrank lassen. Mhm. Ja, das denke ich auch. Also ich habe auch den Eindruck, dass der Teig schöner, glatter und so wird, wenn man Frischhefe verwendet. Die Trockenhefe tut zwar ihren Dienst, aber was so die Konsistenz und das Ergebnis des Teiges angeht, ist Frischhefe zumindest jetzt so in meinem subjektiven Eindruck schöner. Von daher, ne? Und ja, das kann ich bestätigen. Ich habe sogar teilweise schon mal mit dem Einfrieren sogar komplett Teig eingefroren. Wenn jetzt irgendwie, wenn man aus Gründen irgendwie dann nicht komplett verbrauchen konnte oder sehr viel hatte, man kann den Teig auch komplett einfrieren und der geht dann auch noch mal auf, wenn man ihn wieder auftaut. Ist zwar nicht so ganz optimal, durch das Einfrieren und Auftauen ist natürlich dann auch dieser ganze Flüssigkeitshaushalt ein bisschen durcheinander. Es ist meistens dann ein bisschen zu matschig. Da kann man dann aber meistens noch mit ein bisschen Mehl nachsteuern. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit über Backen mit Mehl, aber das Thema sollte eigentlich sein, was passiert, wenn man jetzt aus welchem Grund auch immer, der kann sich auch in der Zukunft aus anderen Gründen einstellen, keine Hefe zur Verfügung hat. Ja, die erste Sache ist Backen mit Trockenhefe. Also wie gesagt, normal hatte ich ja früher mal Trockenhefe, hatte ich dann keine mehr, weil ich ja umgestiegen bin auf frische Hefe. Und es war ja wirklich beides nicht zu bekommen. Jetzt hatte ich, weil ich früher ja schon viel mit Teigen rumexperimentiert habe, gerade auch so, was Wraps angeht und Naanbrot und irgendwo im Fernsehen auch mal so Notbrötchen für sonntags gesehen habe, Backpulver im Kopf. Mhm. Backpulver ist natürlich nicht geil. Also Hefe ist einfach geil, weil da passiert halt mehr, als dass Luft in den Teig reinkommt. Es ist ja ein lebender Organismus, ein Pilz. Der macht halt was mit deinem Teig, der sorgt für Aromen, der sorgt für Geschmack, der macht Luft rein, unter Umständen produziert er ja auch Alkohol und Backpulver macht ja im Grunde genommen nichts weiter als Luft rein. Ne? Genau, es ist eine chemische Reaktion aus Natriumhydroxid und einer Säure. Meistens in dem Backpulver, wenn du es so kaufst, ist es die sehr billige Phosphorsäure als in Form eines Salzes. Und wenn du dann Wasser zugibst, dann verbinden sich diese Lauge und diese Basis, im Grunde eine Lauge-Base-Reaktion, und es entsteht CO2. Und das interessiert einen an dieser Reaktion, dass dann eben diesen Teig aufgehen lässt als Triebmittel. Genau, aber das, wie du das schon sagst, da kann man sich schon vorstellen, dass auch die Porung einfach eine ganz andere ist als bei der Hefe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hefe nehme, der Prozess ist ja ein relativ langwieriger, also der geht ja auch sehr, sehr lange, wenn ich ihn gehen lasse. Und Backpulver, das, ich habe jetzt noch nie geguckt, wie lange so eine Tüte Backpulver Luft produziert. Aber ich würde das mal vielleicht so in 10 Minuten vielleicht so schätzen, dass da was passiert, wenn du das mit Flüssigkeiten und Hitze in Verbindung bringst, während halt bei Pilzen, also das sind ja, wenn ich mich recht erinnere, sind das ja Verdauungsgase, die dafür sorgen, dass in dem Teig die Luftbläschen entstehen. Bei der Hefe jetzt, ja. Genau. Das dauert ja einfach viel, viel länger. Du hast viel, viel gröbere Luftbläschen mit drin, du hast teilweise auch eine unregelmäßigere Verteilung. Und bei Backpulver ist das so ein bisschen wie wenn ich ein Glas Sprudel trinke, da ist halt überall feine kleine Luftbläschen mit drin. Mhm. Das heißt, du hast allein von der Konsistenz schon einen Riesenunterschied. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Brötchen backen möchte mit Hefe oder ich mache das Ganze anstatt mit Hefe nur mit Backpulver, die gehen halt gar nicht so auf. Du hast nicht so große Luftlöcher mit drin. Das beißt sich ganz anders und dadurch ist der Geschmack auch anders. Und vor allen Dingen, was du bei Backpulver hast, ist, wenn du das nicht lang genug backst,
Heißt es Backst oder Backst? Backst, ne? Gute Frage. Ich, wenn ich es nicht lang genug im Ofen war oder auch in der Pfanne, du kannst ja auch Pfannkuchen zum Beispiel mit Backpulver machen, dann hast du auch diesen komischen, stumpfen Belag auf den Zehen. Kennst du den? Mhm. Sehr unangenehm, finde ich. Ja. Übrigens fällt mir gerade auf, ich habe, glaube ich, eben Natriumhydroxid gesagt, bevor wir wütende E-Mails bekommen oder Tweets. Es ist Natriumhydrogencarbonat. Falls ich eben Natriumhydroxid gesagt habe, das ist zwar auch nicht ganz falsch, aber das ist noch eine stärkere Lauge. Im Backpulver ist Natriumhydrogencarbonat drin. Ist schon ein bisschen später. Das, oder einfach gesagt, der Trivialname ist Natron. Man kann also im Prinzip auch sein eigenes Backpulver herstellen, wenn man irgendwie im Drogeriemarkt Zitronensäure in Lebensmittelqualität kauft, und Natron kann man sich das auch selber zusammenrühren. Ja, cool. Ich habe nämlich letztens auch gerade Natron gekauft, aber für was komplett anderes. Zum Pfannenputzen, oder? Oder zum Töpferputzen? Nein, viel besser. Ich brauchte Schnee. Okay, ja, du baust ja Modelle und entsprechend, ja, das ist natürlich auch eine schöne Idee. Jetzt wissen wir, wie wir Backpulver, hast du ein Verhältnis, wie man das mischen muss? Ich mache das immer 1:1 und dann eben auch in sehr kleinen Mengen, so im Maßstab von halben Teelöffeln, sonst schmeckt man das halt doch, dieses Seifige vor allen Dingen vom Natron raus. Das Schöne ist halt, wie gesagt, diese beim Backpulver, diese Phosphorsäure, die hat einen sehr unangenehmen Geschmack, wenn man also mal irgendwo zu viel, was du eben meintest, wenn man irgendwo zu viel Backpulver mal dran getan hat oder das nicht ordentlich gebacken ist, dieses Pelzige auf den Zähnen und auf der Zunge, das ist meistens ein Geschmack, der von der Phosphorsäure kommt. Mm. Von daher ich hätte mal so Bio-Backpulver gekauft, wo man sich denkt, okay, da ist jetzt überhaupt nichts Pflanzliches drin, warum jetzt Bio? Und da war halt der Vorteil, dass da als Säure ein Salz der Weinsäure drin war. Und das ist halt etwas weniger unappetitlich, wenn man sich dann doch mal mit den Mengen verschätzt. Und wie gesagt, man kann im Grunde jede lebensmittelgeeignete Säure nehmen. Wenn man jetzt Brot backt und Backpulver nehmen möchte, könnte man auch über Essig nachdenken, also auch vielleicht einen aromatisierten. Das würde genauso funktionieren. Das ist halt einfach eine Reaktion zwischen dem Natron und einer Säure deiner Wahl, wenn du es dann selber zusammenmischt. Sehr geil. Wir wollten über Backen ohne Hefe sprechen und wissen jetzt, also ich weiß jetzt viel, viel mehr über Backpulver, das finde ich sehr, sehr cool. Ja, eben, ist ja ohne Hefe. Ja, Zitronensäure, das gibt's als Pulver, so für ganz das dumme. Das kriegt man als Pulver, und das kriegst du im Drogeriemarkt zum Beispiel auch zum Wasserkocher reinigen, genau. Oder zum halt so Kalk entfernen. Und da steht in der Regel auch drauf, in Lebensmittelqualität. Das ist dann eben so rein, dass das keine gesundheitlichen Probleme verursachen sollte. Aber das klingt ja auch so, wenn du das so erzählst, als wenn ich zum Beispiel, wenn ich einen Zitronenkuchen backen will, ich einfach nur noch Kaisernatron. Kaisernatron ist doch das Natron, ne? Genau, ja, das ist nur eine Marke. Wollte ich gerade sagen, das ist doch nur die Marke. Du könntest eben auch einfach Zitronensaft nehmen, oder wenn du eh schon welchen reintust, vielleicht noch etwas mehr, weil die Reaktion entfernt halt eben auch die Säure etwas aus der Mischung. Also wenn das Geschmacksbestandteil sein soll, musst du halt eben etwas mehr Säure einkalkulieren im Rezept als ohne Backpulver oder ohne Natron jetzt. Ach, sehr cool. Ja, ich will ganz kurz ausführen, Natron und Schnee. Ich baue oder ich habe jetzt vor einiger Zeit ganz viel Gelände für ein Tabletop-Spiel gebaut. Das heißt Frostgrave. Das ist quasi eine Art Tabletop-Rollenspiel, weil man einen Zauberer und seine Bande spielt. Und das spielt alles in einer Stadt, die halt zugeschneit ist und jetzt so langsam auftaut. Und im Modellbau gibt es halt viele, viele Ansätze, wie man Schnee an die Figuren, an die Geländeteile und so bringt. Und das Beste, also wirklich das beste Ergebnis habe ich jetzt mit Natron gefunden. Und zwar nimmst du einen Teil Leim, einen Teil Wasser und einen Teil, weiße Farbe. Mhm. Genau, einen Teil Leim, einen Teil weiße Farbe und dann halt Natron. Und das rührst du halt zu einer Passt dann. Da musst du ein bisschen rumexperimentieren. Es kommt ja auch darauf an, was du damit machen willst. Willst du nur so eine dünne Schneeschicht irgendwo drauf machen oder willst du wirklich
ich sag mal, so eine Schneeverwehung, die auch ein bisschen Volumen kriegen soll, machen. Und das Ganze streichst du dann halt einfach drauf, lässt es trocknen. Das ist super. Also es gibt ja auch ja, so ganz kleines Granulat für Modellbau, was aussehen soll wie Schnee. Meist kostet das aber auch ein scheißen Geld und Natron kostet so eine Tüte irgendwie 70 Cent. Und ich habe vielleicht anderthalb Tüten für mein ganzes Gelände bis jetzt verbraucht und ich habe echt einiges gebaut, wo Schnee drauf ist. Mhm. Auch ganz viele Figurenbases, also Base ist halt die runde Scheibe, wo die Figur dann draufsteht, damit sie nicht kippt und spieltechnisch auch leichter zu erfassen ist. Da kommst du echt ziemlich weit mit. Das ist eine coole Idee. Ja, man muss sich halt nur zu helfen wissen. Ne? Also man kann jede Art von Anleitung oder vorgefertigten Sachen immer durch Kreativität und Erfahrung ausgleichen. Ja, ja, ich werde mit Backpulver, also mit Natron als Backpulver jetzt mal experimentieren. Mhm. Gerade so dadurch, dass ich dann halt Zitronensaft oder Orangensaft oder einen Essig nehmen kann. Das wird spannend. Ja. Aber was wir eben ja schon gesagt haben oder was ich eben gesagt habe, ist, Hefe macht ja mehr, als dass ich Luft reinkriege. Das gilt ja noch mal mehr für einen Sauerteig. Ein Sauerteig ist ja im Grunde genommen wilde Hefe. Genau. In Mischung, die Säure kommt ja auch woher, mit Milchsäurebakterien. Genau. Das war das, wo ich dann eben auch so dran gedacht habe, die Milchsäure. Also hier habe ich jetzt beim Backpulver habe ich halt irgendeine Säure, die jetzt halt auch Geschmack ranbringt, aber halt nicht für die Frischhaltung der Ware so wichtig ist. Und beim Backen mit Sauerteig habe ich halt noch die Milchsäure, die ja mit dafür Sorge trägt, dass das Brot, meist macht man ja Brot mit Sauerteig, dass der Teig länger frisch bleibt, natürlich auch aromatischer wird und vor allen Dingen auch länger haltbar ist, weil die Milchsäure hilft ja, Lebensmittel haltbar zu machen. Genau. Ist ja bei Sauerkraut auch so, ne? Ja, genau. Also das hat bestimmt, trägt zur Haltbarkeit bei. Und diese Mischung aus wilder Hefe und es gibt ja ganz viele Rezepte, wie man so einen Sauerteig selber ansetzt, wo man dann alles mögliche, Weißkohl oder Milch oder was damit reinrühren soll, ist aber gar nicht notwendig, weil wenn man jetzt Mehl mit Wasser vermischt, diese ganzen Hefen, diese wilden Hefen und die Milchsäurebakterien, die sind überall um uns rum. Die fliegen die ganze Zeit durch die Küche und auch durch den Rest des Hauses. Da muss man halt eine Weile züchten und dann auch darauf achten, dass sich die richtigen, dass man die richtigen Rahmenbedingungen schafft, damit sich das Richtige vermehrt und nicht irgendwelche Schimmelpilze. Das kann man aber ganz gut kontrollieren. Und dann hat man eben einen schönen Sauerteig. Und ja, diese Haltbarkeit ist ein Aspekt. Und wir hatten es ja eingangs mit, man kann eigentlich im Grunde jede Mehlsorte mit einer anderen ersetzen. Die Ausnahme bildet ja ein bisschen das Roggenmehl. Und das liegt daran, dass in Roggen von Natur aus ein Enzym enthalten ist, das nennt sich Amylase und das baut Stärke ab. Und das sorgt dafür, dass wenn man jetzt einen Teig nur aus Roggenmehl anrühren würde und den nicht säuern würde, dann würde der nicht aufgehen. Der kann keine Struktur bilden. Da kannst du noch so viel, will ich jetzt nichts behaupten, aber da hilft die Hefe dann auch nicht unbedingt. Und wenn man den säuert, dann wird dieses Enzym, dieses natürliche Enzym zerstört und dann kann der Hefeteig beziehungsweise der Roggenteig auch aufgehen. Also das ist jetzt das, was du meinst, die Stärke wird abgebaut und die Stärke bildet ja das eigentliche Gerüst für den Teig, ne? Genau. Genau. Und wenn man den Teig säuert, dann wird dieses Enzym gehemmt und der Roggenteig kann auch aufgehen. Aber auch hier noch der Hinweis, Sauerteig ist halt traditionell und auch schön und bildet natürlich auch wieder Aromen. Wenn man jetzt aber keinen Sauerteig da hat, kann man sich da auch mit Joghurt oder mit Buttermilch
oder auch mit Essig helfen. Also woher die Säure kommt, ist bei dieser Reaktion, die ich gerade beschrieben habe, egal. Wenn man jetzt nur Roggenmehl im Supermarkt bekommen hat und damit was anfangen kann, aber jetzt nicht irgendwie erst eine Woche lang den Sauerteig ansetzen möchte, dann kann man eben auch einfach einen Schuss Apfelessig oder Essig nach Wahl oder wenn man noch einen Naturjoghurt im Kühlschrank hat, der hat dann auch diese Wirkung. Ich habe ganz am Anfang, als ich viel gebacken habe, tatsächlich mit einer Mischung aus Apfelessig und Joghurt ganz gute Ergebnisse erzielt. Wo du das sagst mit Joghurt, das mache ich auch recht viel, aber das hat dann bei mir nicht den Grund, dass ich jetzt einen Roggenteig da drin habe oder ein Roggenmehl drin habe, sondern einfach, um das Gebäck weicher und geschmeidiger hinzubekommen. Gerade zum Beispiel Wraps sind total toll, Naanbrot ist toll. Ich habe jetzt, was habe ich denn letztens gemacht? Ich mache gerne Fladenbrot so in der Pfanne. Da bin ich über den Langosch hingekommen. Langosch kommt aus Ungarn, ist ein frittierter Hefeteig. Der wird halt wirklich schwimmend in Fett gebacken. Gibt seit ein paar Jahren überall auf den Weihnachtsmärkten, kommt heiß aus dem Fett und dann kannst du alles Mögliche oben drauf machen. Meist ist es eine Zutat, die du drauf machst, Schmand, geriebener Käse, Nutella, Pflaumenmus finde ich auch total geil. Und das wollte ich halt zu Hause machen. Ich habe es halt wirklich in Ungarn am Strand kennengelernt. Ich hieß dann nachher Langosch Sven, weil ich immer Langosch gegessen habe, weil es halt total geil ist. Und ich habe das dann aber zu Hause nicht mit so viel Fett gemacht und bin so darüber halt gekommen, das in der Pfanne zu machen. Und wenn du einfach einen Hefeteig machst, da kannst du Joghurt mit reinmachen. Aber gerade wenn du nur Backpulver hast, dann ist Joghurt, finde ich, das bringt dann halt diesen, das hebt so ein bisschen diesen Verlust auf, den du hast, weil du keine Hefe benutzen kannst. Gerade auch so Quarkbrötchen zum Beispiel, also Quarkölteig war so meine erste Anlaufstelle, als es keine Hefe gab, kann ich ja mit Quarkölteig arbeiten. Das ist was ganz anderes als ein Hefeteig, das muss ich ganz klar dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, schöne Brötchen hinzubekommen. Und wer nicht so auf Quark steht oder keinen da hat, Joghurt ist auch gerade für dünne Teige super, schmeckt halt auch total geil und wird meiner Meinung nach auch schön, ja, wie gesagt, halt weich, ne? Der wird halt nicht so fest kompakt, sondern wie soll man das beschreiben? Also mit Joghurt drin ist auf jeden Fall besser. Und da habe ich dann bei mir auch die Erfahrung gemacht, ich habe ja anfangs von dieser Tabelle, die ich mir in die Küche gegangen habe, erzählt, wenn ich irgendwie rumexperimentiere, dann gucke ich in diese Tabelle, sehe, okay, ich habe jetzt 200 Gramm Mehl, braucht dann 140 Gramm Flüssigkeit und dann nehme ich Joghurt zum Beispiel auch 1:1 im Verhältnis zu Wasser. Das heißt, ich ersetze dann zum Beispiel 70 Gramm Wasser durch Joghurt und nehme 70 Gramm Wasser. Und das kommt fast immer hin. Ah, cool. Und so kannst du dich halt auch einfach mal rantasten, einfach mal wild Sachen auszuprobieren. Ne? Du könntest ja auch zum Beispiel Buttermilch nehmen. Natürlich. Ne? Buttermilch. Es gibt ja sehr viele schöne Pfannkuchenrezepte. Auch die Amerikaner machen ja gerne so Sachen mit Buttermilch und das ist ja auch sehr lecker so. Ja, es gibt nochmal einen ganz anderen Geschmack, weil die Buttermilch halt einen super Geschmack reinbringt. Genauso der Joghurt, Quark, okay, bringt halt Saftigkeit mit rein. Aber ob das jetzt, ich bin eigentlich kein Quark-Fan, muss ich dazu sagen. Ich finde Quark ist so, ach, wie heißt er denn nochmal? Quark ist das in der Küche, was der Sloterdijk für die Philosophie ist. Da willst du nichts mit zu tun haben. Kann man machen, kann man aber auch lassen. Nee, also echt nicht. Das, tatsächlich kann ich mich mit Quark auch nicht so richtig gut anfreunden. Ist ja nun wirklich sehr gesund, proteinreich und hin und her, aber die Konsistenz, wenn man so Quark pur isst, dieses leicht ganz fein grisselige, ne? Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das wirklich auch die Proteine sind, die da so fein verteilt drin sind. Aber trockene. Ja, es ist ein feuchtes, es ist ein Milchprodukt, das aber immer ein trockenes Gefühl im Mund erzeugt. Und das ist so befremdend. Naja, aber vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer ja gute Tipps, wie sie uns Quark nochmal irgendwie schmackhaft machen können. Ja, kann ich dir sagen, mit Öl oder mit Sahne.
Ja klar, mit viel Fett kann man natürlich da einiges erreichen. Ich glaube, bevor es diese Zimt-Challenge auf YouTube gab, war das früher mit Quark gängig. Ich glaube, der Effekt ist genauso schlimm. Meinst du, kommt einem auch aus der Nase raus? Oh, schrecklich. Ich weiß noch in der Lehre, wenn wir Diabetiker-Nachtische gemacht haben, ne? Mhm. Dann war das irgendwas mit einer Kugel Quark aus der Packung drauf. Ich denke so, Alter, es ist so fies. Es ist einfach... Ernsthaft? Also das war dann das komplette Dessert, oder wie? Ja. Oh Mann, das erinnert mich an irgend so ein Verstehen-Sie-Spaß-Gag, wo sie Leuten irgendwie an der Straße im Sommer so Eis in der Waffeltüte angeboten haben und das war dann aber gefärbte Butter. Boah. Gemein, oder? Also so würde ich auch reagieren, glaube ich, wenn mir jemand als Nachtisch einfach so eine Kugel Quark auf den Tisch stellt. Das ist echt, kann man einfach nicht machen. Quark ist halt geil, wenn du den irgendwo mit glatt rührst, also mit Milch, mit ein bisschen Sahne oder wenn du dieses altdeutsche Tzatziki machst. Also eigentlich ist Tzatziki ja Joghurt. Aber der Deutsche macht es halt gerne mit Quark, mit Knoblauch, mit Öl. Ich finde es halt geiler, wenn du nur ein bisschen geiles Olivenöl reinmachst, Milch und geraffelte Gurke und Dill. Das finde ich ganz wichtig dabei. Aber kannst du dann auch mit Joghurt machen. Aber Quark pur ist halt die Pest. Und ich meine, Quarkbällchen sind geil, aber auch nur, weil es frittiert wird, ne? Ja, klar. Übrigens, der Trick mit dem Fett, der gilt ja auch für unser Thema, um da den Schlenker mal zurückzukommen zum Backen ohne Hefe. Man kann ja auch Teige dann entsprechend mit kaltem Fett, also Butter oder Schmalz oder sowas, und dann so eine Art Blätterteig herstellen, ne? Oder ja, verschiedene Varianten gibt es ja, wo man dann einfach mit Butter oder irgendeinem anderen festen Fett das einarbeitet, möglichst schnell, damit es auch kalt bleibt, dann noch ein bisschen kaltes Wasser dazu und kann dann eben ein blätterteigartiges Gebäck erzeugen. Genau, du hast halt einen Teig, den rollst du aus, dann machst du da eine Schicht Fett, du sagtest schon richtig, Fett halt drauf. In der Bäckerei oder in der Konditorei nimmt man halt Ziehfett, das ist extra dafür ausgelegt, dass du das halt für Blätterteige benutzt. Normale Butter ist natürlich geil, ist ein bisschen schwieriger zu verarbeiten. Und der Clou dabei ist halt, dass das Fett als Trennschicht dient. Mhm. Und dann musst du halt mehrere Touren machen. Das ist auch genau festgelegt, wie die gemacht werden müssen. Damit du nachher nicht zu viele oder zu wenige Schichten hast. Hast du zu viele, dann ist das zu dünn. Hast du zu wenige, dann geht es nicht auf. Mhm. Und es gibt einfache Touren und doppelte Touren, aber ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Eine einfache Tour ist, du nimmst, also Tour ist halt dieses Teigfalten. Stell dir vor, du hast ein Stück Teig ausgerollt vor dir, hast eine Schicht Butter da drauf und jetzt faltest du den. Einmal von links und einmal von rechts schlägst du das so über, dass du nachher ein Drittel von diesem Teig jetzt vor dir liegen hast. Das wäre eine einfache Tour. Und eine doppelte Tour ist halt, wenn du die Außenseiten zur Mitte faltest und das Ganze dann nochmal zusammenfaltest. Also quasi wie ein Portemonnaie. Erst, gut, ich kenne jetzt kein Portemonnaie, was vier. Erst das so. Kreditkartenfach einklappen. Ja, ne? Dann, aber wie gesagt, dann das Münzfach oben drauf. Dass du halt vier Lagen danach hast. Und das machst du jeweils zweimal. Ich glaube, du fängst mit der einfachen Tour an, dann kommt eine doppelte, dann kommt wieder eine einfache, dann kommt wieder eine doppelte. Das ist zu lange her. Ich habe das seit meiner Lehre nicht einmal machen müssen dürfen. Ich habe es nur einmal in der Bäckerei-Abteilung der Berufsschule gehabt, weil Blätterteig kaufen ist halt eine sichere Nummer. Ne, selber machen ist bestimmt cool und für zu Hause auf jeden Fall macht das. Aber in der Gastronomie macht das eigentlich keiner mehr. Und deshalb kann ich nicht sagen. Nein, man muss wirklich sagen, es ist eine Menge Arbeit. Das kann man sich mal als Projekt, wenn man es ausprobieren möchte, für einen Sonntag vielleicht vornehmen. Aber es ist, ich habe es tatsächlich auch nur einmal ausprobiert, weil ich wissen wollte, ob das jetzt sehr, sehr viel, sehr, sehr anders ist im Gegensatz zu einem gekauften Blätterteig, weil man natürlich bei den meisten gekauften Blätterteigen wird ja Margarine oder dieses Ziehfett, was du erwähnt hast, verwendet. Geschmacklich ist natürlich, wenn man das mit einer Butter macht, nochmal schöner. Das war auch wirklich toll,
Und es war auch, ja, es war auch was ganz anderes als so mit so einem gekauften Blätterteig Gebäck machen. Aber wie gesagt, das macht man vielleicht, wenn man sehr, sehr viel, also wenn man sehr, sehr liebe Gäste hat, die man mal verwöhnen möchte oder wie auch immer, oder sehr, sehr gerne backt und dann sich auch so mühevolle, detailreiche Arbeitsschritte dann auch zumuten möchte, dann kann man das natürlich machen. Ja, die Problematik. Andere Variante mit Fett wäre noch Mürbteig, ne? Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nur ganz kurz, die Problematik ist ja, wie du sagtest, das muss kalt sein, damit sich Fett und Mehl nicht vermischt, weil sonst trennt das Fett ja nicht mehr. Mhm. Es ist ja, wie du sagtest, genau. Eben der Mürbeteig, der geht ja an und für sich nicht auf, aber du hast halt die Mehlkörner, ne, Körner ist jetzt übertrieben. Aber du hast halt das Mehl und das Fett da drin soll ja eigentlich verhindern, dass das ein fester Brocken wird. Ja, mhm. Das Mehl, das Fett da drin dient ja auch wieder als Trennmittel, damit es schön bröselig, also mürbe wird. Und deshalb muss das alles möglichst schnell und kalt verarbeitet werden, dass das Mehl das Ganze nicht in sich aufsaugt. Ansonsten hast du nämlich das Problem, dass es halt nicht so schön mürbe wird. Ja, ansonsten, oder wolltest du noch was zum Mürbeteig sagen? Nee. Also das war jetzt so der Themenkomplex Fett statt irgendeinen Treibmittel, ne? Naja, was du natürlich machen kannst, was ich eine sehr schöne Sache finde, gerade wenn ich Fleisch oder vielleicht auch Gemüsetaschen machen will, ist, dass ich beim Türken Üfka-Blätter kaufe, was im Grunde genommen nichts anderes ist als diese einzelnen Teigschichten. Und die pinsel ich dann mit Butter ein, lege halt mehrere Schichten übereinander und roll das Ganze wie eine Frühlingsrolle auf und innen drin ist halt eine Füllung. Entweder ich mache eine Kartoffelfüllung für einen Kartoffelstrudel oder ich mache, was total super geil ist, ist halt Lammlachse und da schmiere ich dann ein grünes und ein bisschen ein rotes Pesto drauf, roll das Ganze ein. Die Lammlachse ist halt vorher angebraten und dann wird es im Ofen fertig gebacken, ist total geil. Du kannst, das habe ich letztens gesehen, natürlich auch einen Pudding zwischen die Schichten machen. Also sehr dünn und dann in die Mitte nochmal irgendwie einen Pudding und das Ganze als Dessert backen. Das Ganze geht nicht auf. Ein Blätterteig geht ein bisschen mehr auf. Aber es ist natürlich schön luftig, schön fluffig, leicht zu beißen und es schmeckt natürlich super, wenn du ein schönes Fett nimmst. Da würde ich dann vielleicht Ghee bevorzugen oder eine Nussbutter wäre auch super. Also eine Nussbutter ist im Grunde genommen sehr einfach herzustellen. Du nimmst ein Paket Butter, erhitzt es in einem Topf und darfst es jetzt nicht zu stark erhitzen, weil du hast halt in der Butter hast du Fett, Wasser, was in der Molke drin ist. Und diese Molke, die kann verbrennen. Das nutzen wir jetzt hierbei auch so ein bisschen, dass die Butter braun wird und so leicht nussig riecht. Die Molke darf dabei aber nicht schwarz werden. Und genau wenn das passiert, also bevor die Molke schwarz wird, gießt du das halt durch ein Sieb, idealerweise sogar durch Filterpapier. Und den Bodensatz lässt du halt im alten Topf drin. Und hast wirklich nur noch das reine Butterfett. Gibt es ja auch zu kaufen, Butter rein Fett, das nimmt man auch manchmal ganz gerne zum Backen. Aber das Schöne ist, du hast halt so ein ganz nussiges Aroma. Das ist natürlich total toll für solche Sachen. Genau, beim Butter rein Fett hat man es dann bei geringer Hitze einfach das Wasser und die Molkebestandteile raus erhitzt. Und bei der Nussbutter geht man noch ein Schrittchen weiter, bis es halt leicht Farbe nimmt, eine leichte Bräune. Und damit dann nochmal ganz andere, diese nussigen Aromen halt das auch entwickelt. Ne? Es ist so ein tolles Aroma. Brokkoli zum Beispiel mit Nussbutter, Wahnsinn. Mhm. Übrigens, das, was man normalerweise zum Spargel bekommt, ist in den günstigen Restaurants oder in denen, die es nicht ganz so toll machen, ist es geschmolzene Butter. Eigentlich nimmt man geklärte Butter. Und geklärte Butter ist das, was du eben gerade sagtest. Du machst sie warm und trennst dann halt das reine Fett von der Molke ist halt ein Kostenfaktor, ne? Weil geklärte Butter ist halt teurer als reine flüssige Butter. Ist aber schöner. Da muss sich auch einer hinstellen erstmal und das machen am Herd. Ne? Ja, und vor allen Dingen aufpassen, ne? Weil das darf dann auch nicht darüber gehen. Genau.
Und Ghee, glaube ich, du erwähntest es eben, ist die indische Variante. Da weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, die hat, wird auch noch mal mit Milchsäurebakterien irgendwie fermentiert. Aber da will ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ich wollte mich da immer noch mal schlau machen, weiß aber jetzt gerade, also ich meine, es wäre halt zumindest noch mal gesäuert. Okay, das ist reine Fett. Ja, das ist mir jetzt auch neu. Da werde ich dann auch noch mal nachgucken. Auf jeden Fall ist das, was die Inder meines Wissens nach, was ich im Übrigen auch nur aus dem Internet habe, oder aus TV-Sendungen. Also es ist auf jeden Fall auch Butterreinfett, aber wie gesagt, ich meine mal irgendwo gehört oder gelesen zu haben, so nur am Rande, dass das halt gesäuert ist. Aber gut, ist jetzt kein Fakt, sondern mit Vorsicht zu genießen. Ja, ein Anhaltspunkt. Wir liefern ja auch manchmal einfach nur Anhaltspunkte. Genau. Wir waren nicht in jedem Land, von dem wir kochtechnisch etwas erzählen. Ja. Das geht ja auch gar nicht. Ja, theoretisch. Ja, das. Gut, aber dann müssten wir wieder betteln und das machen wir nicht. Vielleicht noch eine Sache, die noch geht, das ist dann aber auch weniger für Brot und Brötchen. Wenn ich irgendwo Luft reinbekommen will, dann kann ich ja zum Beispiel auch anstatt Backpulver, ich bin halt kein großer Freund von Backpulver, bis jetzt, dann kann ich ja zum Beispiel auch einfach, wenn ich Eier drin habe, das Eiweiß steif schlagen und das vorsichtig unterheben. Mhm. Es geht dann zwar anschließend nicht noch großartig auf, aber ich habe halt viel Luft mit drinne. Und wenn ich irgendwo Ei mit dran mache, dann kriegt es natürlich auch noch mal mehr Geschmack. Mhm. Gerade Pfannkuchen, gut, Pfannkuchen mache ich auch nicht mit Hefe. Aber Kuchen zum Beispiel allgemein, backen ohne Hefe. Man kann, ich weiß nicht, Hermann, war das nicht auch, dass man aus einem Hermann, das war ja ein Sauerteig, so eine 90er-Geschichte, dass man daraus hauptsächlich Kuchen gebacken hat? Weißt du das? Das kann gut sein. Also es gab auf jeden Fall viele Rezepte dafür und Kuchen war garantiert auch mit dabei. Jetzt, wo das im Rahmen dieser Corona-Krise die Leute alle zu Hause sind und auch Sauerteige pflegen und im Prozess fällt ja dann eben sehr viel von dieser Sauerteigkultur auch immer an als Überschuss, gibt es auf jeden Fall auch viele Rezepte für Süße, zum Beispiel Pfannkuchen mit Sauerteig. Von daher würde es mich nicht wundern, also machbar ist das sicher. Und bei vielen Kuchenrezepten kommt ja auch irgendwie eine säuerliche Komponente mit rein. Und es gibt ja auch Hefezopf und alles Mögliche. Also es gibt ja süße Teige auf mit Hefen und warum dann nicht auch mit einem Sauerteig? Ja, stimmt, genau. Ja, Backen mit Sauerteig muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Ich habe da sonst auch immer nur an Brote gedacht, aber das werde ich auch mal im süßen Bereich ausprobieren. Aber wie gesagt, ansonsten steif geschlagenes Eiweiß ist eine gute Möglichkeit. Mhm. Ganz kurz als Anmerkung noch, damit man Eiweiß überhaupt steif schlagen kann, ist es ganz wichtig, sauber zu arbeiten. Das heißt, in der Schüssel, an den Rührstäben und so darf kein Fett kleben und beim Eiertrennen ist es gar nicht schlimm, dass Eiweiß mit ins Eigelb kommt. Das kann man eh nicht verhindern. Umgekehrt ist es schlimm, weil dann kriegt man das Eiweiß nicht mehr steif. Und was ich immer mache, wenn ich Zucker in einem Rezept habe und Eiweiß, meist geht das ja einher, dann packe ich den Zucker halt zum Eiweiß, dann lässt sich das viel besser steif schlagen. Mhm. Bleibt auch stabiler, ne, der Zucker. Genau. Hält die Struktur dann so ein bisschen. Ja, ist ja Stärke im Grunde genommen. Na einfach, das ist glaube ich, Kristallzucker ist nicht die einfachste Stärke. Ich glaube, das ist ja die Fructose. Aber da Nee, Glucose ist der Glucose. Einfachste Zucker. Genau. Genau. Und das darüber daraus ist wird dann halt, setzt sich Stärke zusammen. Genau. Einfache Stärke wie zum Beispiel der Kristallzucker. Du hattest eben noch was gesagt, wo ich noch was zu sagen wollte und jetzt habe ich es tatsächlich. Zum Thema Fett noch oder? Vergessen. Macht ja nichts. Also ich wollte noch einmal zu deinem Anfangspunkt zurück, weil du sagtest ja, du machst gerne auch Brot in der Pfanne. Im Prinzip kann man ja in der allereinfachsten Version auch einen Teig aus Mehl und Wasser machen. Da kannst du dann halt keine Brötchen draus formen oder einen Brotlaib, das wird dann doch ein bisschen schwer zu kauen. Aber wenn du jetzt ganz dünne Fladenbrote machst, die funktionieren ja im Prinzip auch nur mit Wasser und Mehl. Mhm, genau. Das ist übrigens spannend, wer was übers Kochen lernen will, der kann halt auch in der Bibel mal nachlesen. Ne? Da geht es ja um den Auszug der Juden aus
Entschuldigung, ich muss mal einmal ganz kurz. Ich musste mich räuspern. Ich habe keine Lust, nachträglich zu schneiden. Das ist ein Hinderungsgrund. Kein Problem. Beim Auszug der Juden aus Ägypten war das, glaube ich. Da mussten sie ja aufbrechen. Und da steht in der Textpassage drin, sie hatten halt keine Zeit mehr, ihre Brote zu säuern. Mhm. Kann man auch noch mal nachlesen. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, im Religionsunterricht drüber gesprochen. Was heißt das denn, Brote säuern? Hä? Warum mache ich denn Brot sauer? Ja. Spannende kurze Anmerkung dazu. Genau, wo du sagtest, anfangen, da fiel es mir gerade wieder ein. Wir haben zwar gesagt, backen ohne Hefe, aber man kann ja mit Hefe backen. Es ist nur die Frage, wo kriege ich Hefe her? Und was dann sehr weit drum ging, war, wie ich zum Beispiel Hefe selber vermehre. Weil Hefe, haben wir ja gelernt, ist nur ein Pilz, ein Lebewesen. Und Lebewesen mögen es ja, sich zu vermehren. Das ist ja so Standardprogramm bei Lebewesen. Natur halt, ne? Ja, genau. Und ich habe das dann auch ausprobiert. Ich hatte ja meine letzten 2 Hefewürfel eingefroren, habe den einen rausgenommen, die Hälfte davon zum Backen direkt verwendet und die andere Hälfte angesetzt mit 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser und 15 Gramm Zucker und habe das dann halt einen Tag stehen lassen. Immer mal umgerührt, abgedeckt, dass da mit dem Tuch halt, dass da die Gase raus können, aber nichts weiter rein. Ich muss sagen, das hat zwar funktioniert, verliert aber an Triebkraft. Ja, mhm. Also das ist nicht so geil wie, da kommen wir gleich noch zu die Hefe, die ich jetzt bekommen habe. Aber wenn ich keine Hefe habe, also nur noch so einen Rest Hefe habe, kann ich das natürlich machen. Ich habe dann auch jetzt dann immer die Hälfte davon genommen, um irgendwas zu backen, also von diesem Ansatz, und habe die andere Hälfte wieder angesetzt und habe das halt auch eingefroren. Da bin ich jetzt noch nicht sicher, wie effektiv das war, ob das wirklich gut funktioniert hat. Aber eine Zeit lang hat es gut funktioniert, zumindest wenn ich sonst keine Hefe habe. Was ich ansonsten auch noch gelesen habe, Hefeweizen, da ist ja auch Hefe drinne, dass man daraus Hefe basierte Produkte herstellen kann. Ich sage jetzt mal Brot oder so. Das muss ich aber sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Wird auch noch mal ein spannender Versuch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Hefe im Hefeweizen, in dem Naturtrüben selbst, noch so aktiv ist. Ob das dann nicht doch nachher eine wilde Hefe ist. Aber auf jeden Fall, man kann ja mit Bier auch backen. Ist auf jeden Fall eine geschmackliche Sache, die ganz schön und interessant ist. Und wie gesagt, also ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Kann ja durchaus sein, dass dann von den Bierhefen da wieder was aktiv wird und dann einen schönen Hefeteig ergibt. Ja, im Zweifel hast du halt das Aroma vielleicht mit dran, ne? Wenn auch nicht die Triebkraft. Das auf jeden Fall. Und dann muss ich jetzt sagen, ich war so glücklich, als es wieder richtig frische Hefe gab. Die gab es bei uns aber nicht so im Laden zu kaufen, die gab es an der Käsetheke. Aha. Und zwar so abgepackt, halt wie so Fleischsalat abgepackt wird, in diesen kleinen Plastikdingern. So richtig so ein Block abgeschnitten und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so geile Hefe hatte. Also ich bin so begeistert, ich werde keine andere mehr kaufen, solange es diese Hefe gibt. Ist total geil. Okay. So. Dann werden die wahrscheinlich aus dem Bäckereibedarf so große Blöcke dann haben und das ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Qualität, ne? Vielleicht. Aber also die war wirklich super geil. Ich habe damit die besten Teige gemacht, die ich in letzter Zeit überhaupt gemacht habe. Auch vor der Hefeknappheit, möchte ich jetzt mal sagen. Sehr begeistert. Also es gibt wirklich Unterschiede bei Hefen und da macht es auch noch mal Spaß zu gucken, wo kriege ich denn eine wirklich gute Hefe her. Das wäre übrigens mein nächster Schritt gewesen, wenn es jetzt weiter keine gegeben hätte. Ich wäre zum Bäcker hingegangen, hätte gesagt, kannst du mir nicht einfach so ein bisschen Hefe verkaufen? Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen? Bestimmt, aber mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein. Ich glaube, ansonsten sind wir auch grob durch. Wenn ihr noch irgendwie Ideen, Anregungen, Erklärungen habt, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Ich übernehme das dann in die Shownotes. Übrigens funktionieren die Shownotes bei uns eigentlich hauptsächlich nur noch so, wenn wir welche machen. Ich komme einfach gar nicht dazu, noch großartig hinterher irgendwas zu machen. Ich vergesse Sachen und wenn ihr das dann drin erwähnt, dann
packe ich das in die Shownotes. Ansonsten, wenn wir Videos haben, verlinken wir die natürlich. Ich habe jetzt keine Playlist dafür erstellt, wie wir das sonst immer gemacht haben. Ich glaube, ihr habt sowieso jetzt, wenn ihr alle zu Hause rumhängt, halb YouTube leer geguckt. Ich habe schon von Kindern gehört, die gesagt haben, ich will kein Netflix mehr, ich will kein Amazon, ich will kein Disney Plus mehr. Kenne ich alles schon. Einfach mal in die Küche stellen, wieder ein bisschen kochen und ja, backen vor allem. Backen ist geil. Fand ich vorher auch schon geil, echt. Ja, so ein frisches Brot aus dem Ofen ist wirklich einfach was ganz Feines. Ja, oder aus der Pfanne. Hm. Ich habe übrigens das vielleicht noch ganz kurz zum Erwähnen, im Blog auf kulinarikast.de zwei Artikel geschrieben, einmal Hefe selber vermehren und Brötchen aus Quarkölteig. Die habe ich reingeschrieben tatsächlich, damit ich sie wiederfinde, weil wenn ich mir was auf Zettel schreibe, verliere ich sie, und so könnt ihr halt das nochmal nachlesen. Hier die Brötchen habe ich zum Beispiel ausprobiert. Die sehen gar nicht so geil aus, aber die schmecken ziemlich geil. Sehr schönes Rezept, und da geht es halt darum, Zutaten zusammenzurühren und sie in den Ofen zu packen. Und so simpel ist dieses ganze Rezept, und das kannst du echt wunderbar am Sonntagmorgen gerade machen. Das Längste dabei ist halt das Vorheizen des Ofens und das eigentliche Backen. Ansonsten bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit, und wir hören hier uns auf jeden Fall wieder. Das letzte Wort, das hab nicht ich, wie mein Vater immer gesagt hat früher, das hat der Kai, aber den kannte er damals noch nicht. Okay, auch ich wünsche euch alles Gute und backt was Schönes, schickt uns Feedback, wenn euch irgendwas gefehlt hat, wenn ich irgendwas falsch erzählt habe, oder wenn ihr gute Ideen habt noch, wie man zum Beispiel ohne Hefe backen kann, schreibt an Kulinarikast auf Twitter oder Kommentare hier unter die Sendung. Ihr reicht uns auf jeden Fall. Und dann können wir vielleicht auch in der nächsten Sendung nochmal drauf eingehen oder euch direkt auf Twitter antworten. Und damit alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.